So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video meinerseits. Hier ist das Kochspiel, ich bin der Tobi und wir kümmern uns heute um Dressing. Um das einfachste, schnellste und mit Sicherheit auch eins der leckersten Dressings, die ich so in meinem Leben zubereitet habe. Das ist eigentlich auch so mein Standarddressing. Zudem brauchen wir auf jeden Fall erstmal guten Senf. Am besten ihr nehmt schön scharfen, beispielsweise Dijon-Senf. Dann Schale einer Zitrone, einer halben Zitrone. Dann kommt dazu natürlich etwas Ingwer. Wenn ihr meine vorherigen Videos gesehen habt, dann wisst ihr, ich stehe auf Ingwer. Dann ist hier unser kleiner Hauptprotagonist, der Romana-Salat. Dann haben wir Meersalz und natürlich schwarzen Pfeffer. Dann habe ich im Vorfeld schon mal hergerichtet. Etwas Olivenöl, etwas Rapsöl und weißen Balsamico-Essig. Und zwar im Verhältnis 1/3 weißen Balsamico, 1/3 Olivenöl und 2/3 Rapsöl. Und das hier ist noch etwas Läuterzucker. Sehr schwacher Läuterzucker. Im Grunde ist Läuterzucker nichts anderes wie Zuckersirup. Ein Teil Zucker, ein Teil Wasser, das Ganze 1 bis 2 Minuten aufgekocht. In der Variante ist es etwas schwächer, sonst wird unser Dressing einfach zu süß. Hier habe ich um die 150 ml Wasser genommen und knapp 50 Gramm Zucker. Aber dazu etwas später mehr. Anfangen tue ich immer gleich. Das bedeutet, den scharfen Senf in ein Gefäß geben. Hier ist es ein kleiner Messbecher, den ich etwas später auch zum Shaken benutzen kann. Dann gebe ich meine Mischung aus dem Olivenöl, Rapsöl und dem weißen Balsamico-Essig dazu. Olivenöl auch nur einen etwas kleineren Anteil, weil sonst wird das Dressing einfach zu, naja, zu intensiv, was das Olivenöl angeht. Dann kommt auch direkt der leichte Läuterzucker dazu, der auch mit etwas Thymian aromatisiert wurde. Dann schneide ich den Ingwer klein. Das ist auch wirklich nur ein ganz kleines Stück. Ihr könnt natürlich dann auch nehmen, so viel nehmen, wie ihr möchtet. Ich finde so ein kleines Stück immer ganz passend, vor allen Dingen, weil das Dressing ja dann auch erstmal eine Weile im Kühlschrank stehen sollte. Und dann gibt der Ingwer auch nochmal richtig sein Aroma ab. So, relativ grob klein geschnitten. Das kommt jetzt mit in den kleinen Messbecher. Dann nehme ich mir meinen Zestenreißer und nehme von der halben Zitrone noch etwas Schale ab. Genau, und das kommt jetzt auch einfach mit in das Dressing. So, last but not least brauchen wir natürlich noch etwas Meersalz. Ihr könnt natürlich auch ganz normales Salz nehmen, aber ich arbeite im Grunde am liebsten mit Meersalz, das ist mittlerweile auch wirklich bezahlbar. Und schwarzer Pfeffer. Schwarzer Pfeffer darf nie fehlen. So, jetzt kommt der Deckel drauf. Und das Ganze wird für einen kleinen Moment gemixt. Sehr gut. Und genau so sollte es dann aussehen. Das kommt jetzt für um die 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank, dass es richtig schön runterkühlen kann. Denn der Läuterzucker, und das ist so das kleine Geheimnis an dem Dressing, der war noch warm. Das heißt, der war gerade frisch hergerichtet. Und das Gute ist an der warmen Zubereitung eines Dressings, dass natürlich die ganzen Aromaten, die in dem Dressing drin sind, ganz wunderbar durchziehen können. Und wenn das Dressing dann richtig kalt ist, kommt alles richtig gut zur Geltung. Gut.
Jetzt tue ich den Romanasalat noch etwas waschen. Anschließend wird er in kleine Streifen geschnitten. Chiffonade nennt man das. Wunderbar. Und wir kümmern uns gerade eben noch um den Läuterzucker. Dann zeige ich euch nämlich noch schnell, wie das funktioniert. Eigentlich gar kein Problem. Ihr nehmt etwas Wasser. In dem Fall habe ich ungefähr 200, 250 Milliliter. Stellt das Ganze auf den Herd. Vermischt das Ganze mit 80 Gramm Zucker. Legt etwas Thymian mit in den Topf und lasst das Ganze für ungefähr eine Minute aufkochen. Ihr könnt natürlich jetzt auch andere Aromaten nehmen, wie zum Beispiel den Rosmarin, oder ihr könnt eine angeschnittene Chilischote mit reinlegen oder auch da etwas Ingwer dazugeben. Da könnt ihr auch Orangenschale mit dazulegen oder ihr legt etwas Zimt mit dazu. Da könnt ihr spielen, wie ihr wollt. Also es gibt nichts, was falsch wäre. Genau, aber ich mache das jetzt mal ganz puristisch mit etwas Thymian. Zitronenthymian eignet sich zum Beispiel auch ganz hervorragend dazu. Oder wenn ihr es etwas parfümierter haben möchtet, ist Lavendel auch eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Gut, das war's auch schon. Einmal aufgekocht, zur Seite gestellt. Und jetzt darf das noch für ein paar Minuten ziehen. Und dann geht's auch schon ans Anrichten. Nachdem es ja hier heute um das perfekte Dressing geht, möchte ich gar nicht so viel Zeit mit dem Salat verschwenden, sondern nehme jetzt ganz einfach meinen Romana-Salat, der auch an sich schon super lecker ist, gebe etwas von dem Dressing dazu und mische das in diesem tiefen Teller. Und jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp von mir. Macht euch die Arbeit und mischt den Salat immer vorab etwas. Dann nehmt einfach einen frischen Teller und legt euch den anmarinierten Salat auf den frischen Teller. So habt ihr dann wie in einem guten Restaurant den Effekt von wirklich einem wunderbar geschmackvollen Salat, der nicht in der Suppe schwimmt und wo ihr jedes Blatt mit dem herrlichen Dressing genießen könnt. Ich hoffe, euch hat das kleine Video wieder Spaß gemacht und ihr habt Freude beim Nachkochen. Lasst mich wissen, mit was ihr euer Dressing am liebsten aromatisiert. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Nachkochen und wir sehen uns bestimmt bald wieder hier auf dem Kanal Kochspiel. Ich bin der Tobi. Auf bald. Ciao, ciao.